Wir sind ein Unternehmen aus Leonberg und auch in Neu-Ulm und in Süddeutschland tatsächlich Marktführer im Bereich Kirchenbau. Das betrifft die Landeskirche, das betrifft kirchliche, soziale, diakonische Institutionen, also mit Kirche verbundene Institutionen, damit auch Projekte, die über das Kirchengebäude hinausgehen. Da sehen wir aber gleich noch mehr zu. Und auch Freikirchen, das sind auch ganz viele Kunden aus dem freikirchlichen Bereich. Ich teile unsere Präsentation. Können Sie es sehen? Ich denke, das passt. Das ist klar, deswegen sind wir hier, Fachtag. Wir haben vor ein paar Jahren unseren Markenauftritt geändert und einen Elevator-Pitch gesucht, und das ist der. Und wir sind da ganz froh, und das war auch ein längerer Prozess. Und wie das oft ist so bei solchen Themen, als er dann stand, haben wir uns gefragt, warum uns das nicht innerhalb von 2 Minuten schon eingefallen ist. Also wir sagen, wir sind der Spezialist für Architektur, Bau und Immobilien, und das ist auch der wichtige Punkt, wie ich vorhin schon sagte. Wir sind der Überzeugung, dass das zusammengehört, Architektur, Bau und Immobilien, und der Prozess möglichst nicht getrennt werden sollte. Da kommen wir nachher noch zu. Das ist natürlich ganz klar ein Stück weit Marketing-Speech, aber auch Überzeugung. Gerade im Kirchenbau oder wenn ich für soziale, diakonische Werke arbeite, und das tun wir seit Jahrzehnten, dann soll die Architektur, das Gebäude natürlich den Menschen dienen, also eine Zweckmäßigkeit erfüllen. Und das ist auch immer wieder die spannende Frage: Wie bekomme ich Zweckmäßigkeit und Design und Optik den Anspruch zusammen? Vertrauenssache. Ich sagte, wir machen das seit Jahrzehnten. Das hängt damit auch zusammen, dass die Eigentümerfamilie jetzt in fünfter Generation Christen sind, Überzeugte. Und dadurch wir auch, ja, um die spezifischen Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Eigenarten von Kirche und den Werken, die an Kirche angeschlossen sind, Bescheid wissen. Und ich glaube, dass das auch eine wichtige Grundlage, also für uns eine wichtige Grundlage. Ich nehme oft so auch den Vergleich, wenn ich Sportstätten baue, Fußballplätze, Turnhallen, dann ist es einfach auch dienlich, wenn ich mich mit Sport identifiziere. Und vielleicht nicht eine Couch-Potato bin und mit einem T-Shirt durch die Gegend laufen, wo Sport ist Mord draufsteht oder so. Von daher glaube ich, dass wir halt auch die Identität haben im Unternehmen, oder viele im Unternehmen haben, die sich in dem Bereich bewegen, mitreden zu können und zu wissen, wie tickt Kirche und Gemeinde. Das halte ich schon mal für einen wichtigen Aspekt. Genau. Es gibt einen Imagefilm, da lade ich ein, dieser Herr da von hinten links aufgenommen, das ist gleich nochmal das Wort ergreift, Daniel Kurzius. Gibt einen schönen Merkfilm auch, können Sie nachher bei YouTube mal suchen und vielleicht dann auch da noch ein paar Informationen bekommen. Hier ist kurz die Storyline, will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ich hatte ja gesagt, das ist die fünfte Generation. Wir haben dieses Jahr 120 Jahre Merk, also von daher auch viel Wissen rund ums Planen und Bauen. Die Werte, das ist rechts oben unser Slogan, in guten Händen, bringt das auch wieder. Wir glauben, dass es ganz wichtig ist, als Unternehmen Kompetenz zu zeigen, also natürlich was von dem zu verstehen, was wir anbieten, aufrichtig zu handeln und mit Zuverlässigkeit da auch immer wieder jeden Tag an unsere Arbeit zu gehen. Es sind 132 Personen derzeit bei Merck. Eher zufällig, nicht gequotelt, haben wir 46% Frauen, die bei uns arbeiten, entsprechend dann 54% Männer. Altersdurchschnitt 45 Jahre, aber brauche ich jetzt auch nicht vorlesen. Das zeigt halt so ein bisschen, wie Merck aufgestellt ist, wer da in Person hintersteht. Das sind ein paar Auszeichnungen. Ganz froh waren wir unten rechts über diesen Top-Arbeitgeber Mittelstand. Das war eine schöne Überraschung Anfang dieses Jahres, weil Fachkräfte natürlich auch heutzutage eines der Schlüsselressourcen sind. Genau. Ja, jetzt konkret zu Kirche, Besonderheiten. Das zeigt so Beispiele von Gebäuden, die wir tagtäglich entwickeln, planen, bauen. Im Einzelnen, also in Industrie- und Gewerbeobjekten, Wohnungsgebäude, eine Pflegeeinrichtung, aber auch, und da kommen wir ja auch so ein Stück weit an das Thema, was heute früh schon angeschnitten wurde, in Kombination. Und da, deswegen ist auch bei uns so stark die Überzeugung, dass Planen und Bauen oder die Projektentwicklung, die Quartiersentwicklung schon zusammengehört, weil Kirchen oft über großflächige Liegenschaften verfügen,
im Zentrum der Kommune, der Stadt, des Dorfes. Also daher kommt ja auch der Spruch, dass die Kirche im Dorf bleibt und Kirchen waren immer das Zentrum. Und das bietet halt auch einmalige Chancen, sich mit diesem Zentrumsgedanken oder die Menschen wieder zur Kirche zu bringen, bietet sich oder drängt sich förmlich auf. Und da beschäftigen wir uns halt dann auch eben in der Projektentwicklung schon mit, dass wir sagen, was außer der Kirche kann da noch sein und wie kann Kirche auch im Alltag und in den Zeiten, wo vielleicht weniger Kirchenveranstaltungen sind, einen Nutzen oder eine Freude den Leuten, die in der Gegend wohnen, bringen. Und das ist das überleitende Stichwort zu Daniel Curtius. Ich kann ihn nicht sehen, aber vielleicht können wir ihn gleich sehen hören. Könnte ich, glaube ich, schon Magst hören. du übernehmen und ich klicke weiter oder willst du Ja, einblenden? Wie mach ist das bei eine dir? Folie weiter. Okay, also bitte, ich schalte auf Stumm und das Wort ist bei dir. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut ist, so ein Projekt in drei große Phasen einzuteilen. Uns ist sehr wichtig in allen Bereichen, die mit dem Quartier zu tun haben, mit Kirchen, Gemeinden, Wohnprojekten, aber auch mit Ärztezentren, dass wir ganz am Anfang wirklich den Bedarf analysieren. Also es kommt immer darauf an, wirklich herauszufinden, wie das jeweilige Gebäude genutzt werden soll, was an dem Ort passieren soll und das wirklich zu verstehen. Und das machen wir bei Bedarfsanalysen, da gibt es Beratungsprozesse, Visions- und Strategieentwicklung, wo wir auch dann externe Coaches teilweise mit dazu nehmen, damit wir hinterher eine richtige Konzeptstudie haben. Für die Architekten ist die Leistungsphase 1 und 2, aber wichtig ist diese Phase 0 im Vorfeld, dass wirklich die Basis stimmt und erst dann das ganze Quartier auch in eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung geht, was dann der typische Prozess ist und danach folgt das Bauen. Und uns ist wichtig, das alles in einem Haus abzubilden, weil wir schon ganz am Anfang, wenn wir Konzepte entwickeln, auch darüber man auch hochrechnen kann, die ganzen Quadratmeter, die man baut, dass die letztendlich auch wirtschaftlich abgebildet sind, weil zum Schluss geht es leider auch immer ums Geld. Wir müssen uns das alles leisten können, was wir auch an großen Ideen haben. Und da gibt es bei uns halt die Kreisläufe, dass wir immer wieder auch gucken, ist das Ganze überhaupt rentabel, finanzierbar? Und da gibt es gewisse, ja, Tabellen, an denen man das auch analysieren kann, ob das Quartier, was man geplant hat, wirtschaftlich ist. Die nächste Folie. Ich habe einfach mal ein paar Projekte mitgebracht. Wenn wir jetzt ein Gesundheitszentrum angucken, steht da erstmal ein Investor hinter, das ist jetzt in dem Fall nicht die Kirche, sondern die Sparkasse. Aber dort vor Ort finden auch Themen statt, mit denen wir uns in Kirche beschäftigen. Ärztehäuser, Personalwohnungen, Kinder, also eine Kita, die dort ist. Und dort haben wir ganz früh mit der Stadt schon gemeinsam dieses Projekt entwickelt. Also ganz wichtig ist, alle Akteure gemeinsam an einen Tisch zu holen. Die Leute, die es hinterher nutzen wollen, betreiben wollen, denen es zum Schluss gehört und alle Akteure, die eingebunden sind dort vor Ort, in dem halt die Stadt mit ihrem Krankenhaus und da wirklich zu planen von Anfang an. Das Ganze geht jetzt in die Bauausführung, gerade dieses Projekt, aber wir haben uns 2 Jahre beschäftigt damit, dass überhaupt vor Ort ein Konzept entsteht, was tragfähig ist, bevor wir überhaupt einen Baugesuch angereicht haben. Nächstes Projekt. Mitten in Leonberg, das ist unser altes Firmengelände tatsächlich neben dem Rathaus, als wir noch gewerbliche Mitarbeiter hatten. Dort haben wir zusammen mit der Samariterstiftung ein Objekt entwickelt mit 90 Pflegeplätzen, Eigentumswohnungen, einem Café. Und dort war auch wieder ganz wichtig, alle Akteure an einen Tisch zu holen. Wir haben dort Eigentumswohnungen. Das heißt, man muss gucken, was will der Markt drumherum. Ist auch eine Querfinanzierung. Der Betreiber direkt mit ins Boot reinnehmen und natürlich die Stadt ist mitten in Leonberg neben dem Rathaus das Gebäude, wo wir dann das gemeinsam entwickelt haben. Und dort haben wir die Rolle übernommen, dass wir das Grundstück gehört in dem Fall uns. Wir haben es komplett gebaut nach den Wünschen für die Samariterstiftung und dann en bloc am Ende verkauft. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für Betreibern, dass sie das ganze Entwicklungsrisiko oft nicht in den eigenen Reihen übernehmen wollen. Und so braucht es dann auch Partner immer wieder, die dieses Entwicklungsrisiko auch übernehmen und dann en bloc das Ganze in einen Fonds, in eine Gesellschaft überführen. Nächstes Projekt.
Nagold, wir machen dort viel betreute Wohneinheiten. Sind wir gerade, das ist jetzt fertiggestellt, das Objekt, aber zum Beispiel für Martha Maria wurde eben auch schon vorgestellt, das sind die Methodistenkirchen, die sehr viele innovative Projekte machen und sehr stark auch im karitativen Bereich tätig sind. Da entwickeln wir jetzt gerade einen ganz neuen Stadtkern in Nagold-Hochdorf, haben wir dort entwickelt, wo betreutes Wohnen und Pflege zusammenkommt. Nächstes Projekt. Miteinander leben am Kirchberg. Auch die Methodisten waren ein Grundstück. Man sieht es, jetzt kann ich meine Maus, sieht man glaube ich nicht. Ne? Also dort haben wir einmal betreutes Wohnen entwickelt und wir haben vor Ort ist eine Kirchengemeinde. Drei Kirchengemeinden wurde zusammengeschlossen zu einer, so ist die Idee, weil die Struktur immer älter wurde und man hat gesagt, man verkauft zwei Grundstücke und kommt an diesem Berg in Rotenbergen als Kirchengemeinde zusammen und möchte dort aber ein Zentrum errichten, wo Leben stattfindet und auch, wie man unten rechts steht, sieht, ein Gottesdienstraum stattfindet, zudem im hinteren Bereich ein zweigruppiger Kindergarten und noch ein Pastorenwohnhaus ganz im Hintergrund. Und so wurde ein komplettes Zentrum entwickelt, was auf dem Gelände auch finanziell sich trägt. Also die Wohnungen finanzieren letztendlich auch das Gemeindeleben. Und da die Gemeinde auch schon ein bisschen betagter ist, war das ein ziemlich passendes System, dass die Gemeindeglieder gesagt haben, sie würden auch gerne in dieses betreute Wohnen dann einziehen. Aber die Gemeinde stirbt so nicht aus, sondern letztendlich kann das übergeben werden, dass die Gemeinde fest zu dem betreuten Wohnen dazugehört und auch Leute aus der ganzen Umgebung mit dazukommen können. Und da haben wir eine Konzeptstudie gemacht, Leistungsphase 1 und 2, eine Analyse vor Ort gemacht, Gespräche mit der Stadt müssen natürlich führen, ob Bedarf ist für betreutes Wohnen, Bedarf ist für die Kita. Die Kita ist gerade schon im Bau, die ist so gut wie fertiggestellt und die anderen Gebäude sollen dann folgen. Nächstes Projekt. Wir haben eine Machbarkeitsstudie in Derendingen durchgeführt, Kirchengemeinde Derendingen, Tübingen. Und haben dort eine Analyse vom Bestand erstmal gemacht, ob sich das lohnt, das ganze Gebäude zu sanieren oder nicht. Und wir haben das Thema verfolgt, ein neues Quartier dort zu entwickeln. Man sieht dort auf der linken Seite im Lageplan, dass ein Wohngebäude entstehen soll. Oben ein großer Gemeindesaal, wo bis zu 200 Leute Platz haben können. Darunter ein Gemeindehaus, was gleichzeitig als Familienzentrum dienen soll und nahtlos über eine dreigruppige Kindergarten. Und dort war es ganz wichtig, dass das Zusammenspiel zwischen dem Familienzentrum und dem Kindergarten gut funktioniert, große Außenflächen sind auf der rechten Seite. Und so ein ganz neues Bild entsteht. Die Herausforderung, also da haben wir eine Konzeptstudie gemacht, was gerade die Basis ist, auch für weitere Diskussionen. Es ist ein sehr herausfordernder Prozess für die Kirchengemeinde vor Ort, ob man jetzt wirklich in die Sanierung geht oder ob man ein ganz neues Konzept realisiert, wo auch natürlich die Herausforderung ist, wir brauchen einen Träger für den Kindergarten, dass dieser Bereich finanziert wird. Wir brauchen einen Investor für das Thema Wohnen. Aber wie kann man als Kirchengemeinde auch einen Einfluss haben, dann auf das Wohnen, wer vielleicht dort wohnen kann. Aber man möchte nicht selbst Hausverwalter sein. Und diese ganzen Fragestellungen, die sind wichtig, in der Leistungsphase 1 und 2 dann auch zu diskutieren und nicht weiter im Planungsprozess zu gehen, sondern sich auch die Zeit zu nehmen und die Runden. Das Projekt steht hier 2019, haben wir da mal den ersten Entwurf gemacht und ich habe gerade letzte Woche mit den Verantwortlichen vom Bauausschuss telefoniert und sie sind immer noch in der Diskussion, sind gerade dabei, ein ganz neues Konzept zu erarbeiten, aber immer mit dieser Grundlage, wie kann dort Kindergarten, Gemeinde, Familienzentrum und Wohnen nebeneinander Platz haben, der Stadt dienlich sein und das Ganze finanziell auf tragbaren Füßen stehen. Nächstes Projekt. Daniel, ein Einwurf, weil wir nur noch 2-3 Minuten haben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen anhand der Referenzen sagen, auch zu den Spezialitäten, was ist bei Gemeinde anders und wie wir da vorgehen. Ja, also ganz wichtig, wenn ich jetzt hier Leistungsphase 1 und 2, habe ich immer betont, die Herausforderung ist, dass wir oft bei Kirchengemeinden und diakonischen Trägern halt keine Bauprofis auf der anderen Seite haben. Also manchmal gibt es Bauabteilungen, aber es geht darum, auch wirklich Sicherheit in diesem ganzen Prozess
darzustellen und zu sagen, wie sieht einfach mal, dass man auch eine Besichtigung macht von Gebäuden, wie sieht so ein kompletter Prozess aus. Und ganz wichtig ist die Analyse und sich dafür Zeit zu nehmen, was der wirkliche Bedarf ist. Wir merken immer wieder, dass ganz schnell große Wünsche da sind, was man sich alles erträumt. Aber die Frage ist, wie kann man letztendlich das Quartier auch mit Leben füllen? Dauerhaft. Und dass man das Ganze betreiben kann, dass das finanziell funktioniert und dass man sich dann nicht übernimmt, dass man hinterher leere Räumlichkeiten hat, die gar nicht so ausgenutzt sind. Weil jeder Quadratmeter kostet letztendlich Geld. Und wir wollen ja mit unseren Projekten der Gesellschaft dienen letztendlich. Und da nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit. Und man sieht dann auch an den Daten, die links notiert sind, dass es immer wieder auch 2 Jahre mal Pause in so einem Projekt drin ist, wo gewisse Schleifen gedreht werden. Und ja, das, wo einfach nur Diskussionen, mal wieder einen Workshop stattfindet, wo man darüber nachdenkt, wo neue Partner, Genossenschaften vielleicht dazugenommen werden, wo man mit einem neuen Betreiber spricht. Also für diese Zeit sich wirklich Zeit zu nehmen, für diese Phase. Und da sind wir eingeübt, das zu machen, auch die Workshops zu moderieren und so den Weg zu begleiten. Vielen Dank. Vielleicht haben wir noch eine Minute oder haben wir die nicht mehr? Genau, 1:30 haben wir noch. Vielen Dank an Ihnen schon mal, an Sie schon mal. Ich fand das sehr interessant. Vielleicht gibt es jetzt auch noch eine Frage aus dem Plenum.